Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir haben bei unserer letzten Pilztour ein paar sehr schöne Funde gemacht, die ich jetzt hier in diesem Video teilen möchte. Gleichzeitig aber auch habe ich die Möglichkeit gehabt, zwei verschiedene Pilze sehr schön miteinander zu vergleichen und auch eine neue Baumart für mich zu entdecken. Also bleib auf jeden Fall dran. Ich freue mich, dass du da bist und lass uns gleich loslegen. So, hier sehen wir schon von weitem was Schönes rausleuchten. Ich schaue jetzt mal, wie ich da näher hinkomme. Oh, das sieht schon sehr spannend aus. Man sieht es hier drin. Da wächst auch was. Das muss ich aber zu Hause erstmal nachschauen, was das ist. Hier. Und dann haben wir hier unten, sieht doch sehr aus nach ja, da haben wir wieder junge Samtfußrieblinge, so wie es aussieht. Ja, ich schau mal, ob wir das so hinkriegen mit der Kamera. Die sind klebrig oben und haben hier diese samtigen Füße. Die hellen Lamellen und ganz wichtiges weißes Sporenpulver auch. Das sieht man hier so ein bisschen, dass da schon ein bisschen Sporenpulver drauf gelandet ist. Das ist ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal auch, um die zu erkennen. So, was wächst hier raus? Das weiß ich nicht, was das ist. Ob das ganz junge sind? Sieht eigentlich nicht so aus. Und die leuchten natürlich unglaublich schön. Und hier dann auch, brechen sie überall durch. Müssen wir auf die andere Seite schauen. Wenn ich es schaffe, irgendwie auf die andere Seite zu kommen. So, jetzt mal von der anderen Seite betrachtet. Hier unten sind die, wo ich gerade den einen rausgenommen hatte, wo man Spornprobe gesehen hat. Hier sind ein paar deutlich ältere. Und hier unten sind dann die ganz Jungen. Oh, das sieht natürlich klasse aus hier. Also hier. Das ist alles schon hier nicht mehr so fit. Aber da sieht man die Samtfüße richtig gut. Und dann haben wir hier. Oh, da muss ich mal schauen. Doch, man sieht's. Man sieht sogar so, dass es samtig ist. Na? So. Und dann sieht man auch hier teilweise gerade da, wo die Hüte überlappen, haben wir dann auch manchmal das Sporenpulver sehen, wobei die alle noch so jung sind. Die müssten gerade erst hier am Wachsen sein. Hier hinten sieht man so ein bisschen Sporenpulver. Da sieht man so ein bisschen weiß abgelagert auf dem Hut. So, und dann haben wir hier unten gerade noch unter diesem Rindenstück hier. Habe ich sie gerade entdeckt. Da sieht man jetzt die Stiele richtig gut, auch noch während sie festgewachsen sind. Richtig schön samtige Füße und auch teilweise wirklich noch wirklich kleine Pilze. So, hier sieht man jetzt so ein bisschen, hier habe ich quasi einfach mit dem Messer hochgeschnitten, um ein größeres Stück, also so eine Gruppe quasi zu kriegen. Man sieht hier, die sind richtig zusammengewachsen an einigen Stellen. Hier entscheide ich mich jetzt aber oder habe mich jetzt umentschieden, dass ich hier wirklich nur die großen quasi raushole. Das geht teilweise so, teilweise schneide ich auch nur die Hüte ab, damit natürlich die kleineren weiter wachsen können. Ne? Weil dann kann ich vielleicht in ein paar Tagen einfach nochmal hierher kommen und mir da dann welche holen. Nochmal. So. Das heißt, da bin ich jetzt recht vorsichtig. So. Hier sieht man auch richtig schön die Lamellen, die die haben. Man sieht auch nochmal den samtigen Stiel. Natürlich schon spannend. Und hier ist tatsächlich auch so ein bisschen weißlich, zeichnet sich hier das Spornpulver ab.
Ist natürlich ein bisschen kalt hier auch, die zu pflücken. Ja, wir hatten jetzt einige recht frostige Tage, deswegen sind die jetzt auch natürlich so da. So. Und dann will ich nach dem einen Baum schauen, an dem wir schon mehrmals welche gefunden haben. Jetzt schauen wir mal, was ich hier tatsächlich rauskriege. Ist nicht ganz einfach. Aber ich habe ja hier noch ein paar andere Stellen. Und wenn ich mir jetzt hier die ganz kleinen anschaue, teilweise, könnten das hier auch welche sein. Upp. Entschuldigung, Handyweitwurf. Dann könnten das hier tatsächlich auch schon welche sein. Wie gesagt, hier oben wächst ja auch schon was raus. Also der Baum hat schon eine ordentliche Menge dran. Jetzt müssen wir nur schauen, an welche ich rankomme. Hier weiß ich nicht, was ich gefunden habe, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen und vielleicht habt ihr ja da eine Info für mich. Nadeln rechts und links vom Zweig. Man erkennt sie auch daran, dass sie hier diese Streifen unten an der Nadel hat. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das hier nicht vielleicht sogar eine Douglasie sein könnte. Das wäre spannend. Muss ich mal schauen gleich. Ja, also ich bin der Meinung, hier eine Douglasie zu haben. Falls da jemand anderer Meinung ist, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Es ist so eine Mischung vom Aussehen her zwischen Fichte und Tanne. Also sie ist sehr, sehr weich. Und vor allem, wenn ich so, wie ich hier jetzt die Nadeln zerreibe, wenn man das macht, dann riecht die ganz, ganz arg nach Zitrus. Boah, das ist Wahnsinn. Die einen sagen nach Orange, die anderen sagen nach Zitrone, aber sehr, sehr zitrusartig. Und die soll auch einen richtig leckeren, das werde ich jetzt auch ausprobieren, einen richtig leckeren Tee von sich machen lassen aus den Nadeln. Ja, der Geruch ist ganz, ganz anders als bei der klassischen Tanne und Fichte. Super erkennen lässt sich, dass ich das richtig erkannt habe, das klingt witzig, dass es hier eine Douglasie ist, an diesen Harzgallen, an der Baumrinde. Ja, die kann man theoretisch aufdrücken, das möchte ich jetzt nicht machen. Ich hatte hier gerade schon eine getestet. Ich glaube, hier war sie, nee. Eine habe ich gerade jedenfalls schon geöffnet, man sieht aber hier tatsächlich auch schon, dass da ein paar offen sind. Da sieht es, das sieht aus, als wäre es das gewesen. Ja. Und unter diesen Harzgallen, wie die heißen, übrigens, dann geht raus an Ben von Ein Mann im Wald, unter denen ist dann eben Harz, die lassen sich aufdrücken, dann kommt das Harz raus. Und das ist ganz typisch für Douglasien. Deswegen sieht die auch an der Rinde und am Stamm so aus, weil da diese Harzgallen aufgehen. Und aus den Nadeln der Douglasie lässt sich ein super Tee machen. Die ist sehr, sehr spannend. Also ich bin begeistert, was ich jetzt schon wieder an Infos sammeln konnte. Und dass ich die jetzt gerade tatsächlich auch hier gefunden habe, so auf Anhieb. Eben die Douglasie gefunden, deren Tee ich ohnehin schon probieren wollte. Hier haben wir meiner Meinung nach einen bzw. mehrere glänzende Lackporlinge gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es dunkle Lackporlinge sind oder glänzende. Vielleicht könntet ihr mir da weiterhelfen. Würde mich natürlich riesig freuen. Sind grundsätzlich nicht genießbar, die Pilze, aber definitiv perfekt. Auch als Heilpilze bekannt und sehr beliebt. Wie gesagt, ich meine, es ist der glänzende Lackporling. Wie seht ihr das? Keine 5 Minuten weiter weg haben wir den nächsten Baum. Der ist jetzt besonders spannend, finde ich. Jetzt schauen wir zum einen, brechen hier natürlich welche durch. Sind auch meiner Meinung nach wieder samtfüßig, aber muss ich mir gleich genauer anschauen. Hier oben kommen welche durch. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie auf Kamera kriege hier. Die sind auf jeden Fall samtfüßig. Und dann habe ich hier oben welche, die durchbrechen. Eieiei, wie kriegen wir jetzt dieses Licht so hin? Jetzt schauen wir mal, ob wir das so halten können. Das wäre natürlich super. Weil da oben, ganz da oben, das ist 2,5-3 Meter Höhe. Das könnten Austernseitlinge sein. Also ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich glaube aber, dass ich das so nicht gefilmt kriegen werde.
Wir schauen jetzt aber, dass wir irgendwie da hochkommen. Das ist ein abgebrochener Baum. Ja, also der ist definitiv nicht sonderlich fit. Und möglicherweise sind da oben, also ich gehe von Seitlingen auf jeden Fall aus. Die Frage ist, welche. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwie hier die Konturen gefilmt kriege. Ja, so könnte man eventuell ein bisschen was sehen. Hier, gerade hier oben. Ich kriege aber das Licht so nicht fest. So. Aber wir gehen jetzt mal, gucken jetzt mal, dass wir irgendwie da hochkommen zum Filmen zumindest. Ich habe ja einen langen Selfie-Stick dabei. So, jetzt kann ich auf jeden Fall mal deutlich höher filmen. Ich sehe aber nicht, was ich filme. Verzeiht mir also, wenn es irgendwie wackelig ist. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Das schaue ich mir gleich genau an, ob es brauchbar ist. Ich probiere es mal noch von der anderen Richtung. Der ist halt auch nur einen halben Meter lang, aber mit ausgestrecktem Arm kann ich so vielleicht zumindest ein bisschen was sehen auf dem Video und ihr demnach auch. Also hier sieht man, wie dann auch nochmal was aus der Rinde rausbricht. Ich glaube, ich zeige gerade drauf. Und da oben ist dann, ja, das sieht aus wie Seitlinge. Definitiv. Das wären unsere ersten. So, also einen haben wir mal mit einem Stock gerade runtergeholt. Man sieht wunderschön die silbrige Farbe. Müssen wir hier schauen. Die Lamellen gehen einmal komplett den Stiel runter. Soweit ich das erkennen kann im Moment. Ja, also es ist, sie brechen ab. An der Stelle hören die Lamellen auf, hier wo der weiße Flaum ist. Der Pilz selber ist sehr kalt. Sehr fest. Sehr interessant. Ja, dann schauen wir mal, ob ich noch mehr runterkriege. Ich habe den jetzt einfach von unten mit diesem, genau diesem Stock hier angestupst und dann ist er abgebrochen und runtergefallen. Vielleicht können wir ja filmen, wie Steffi das Gelbe macht. Ja, so kommen sie wunderschön runtergefallen. Da sieht man was liegen. Die sind jetzt eher bräunlich. Da werde ich schauen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Austernseitlinge sind. Die sind ja eher grau-silbrig. Und das hier sieht doch eher braun aus. Es gibt auch andere essbare Seitlinge, nicht nur der Austernseitling. Muss man nur schauen, was wir haben. Es gibt auch einen tödlich giftigen Verwechslungspartner mit dem Austernseitling. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie er heißt, aber den gibt es definitiv. Ja, da kommt jetzt einiges runter. So. Ja, ich glaube, das ist der letzte dann. Huh? Kriegen wir den? Ja, okay. Dann sammeln wir mal ein. Charlie, du nicht. Du sammelst bitte keine Pilze ein. Danke. So, hey, jetzt bin ich hier gerade dabei, das Video zu schneiden. Und habe mir das nochmal alles angesehen. Der tödlich giftige Verwechslungspartner wäre der ohrförmige Seitling. Der ist allerdings fast komplett weiß, soweit ich das jetzt erkennen konnte. Ich habe natürlich nachgesehen und das ist es definitiv nicht. Ich bin also nach wie vor der Meinung, den Austernseitling gefunden zu haben. Sollte das aber nicht stimmen, könnt ihr mir sehr gerne Bescheid geben. Ich habe ihn definitiv bisher nicht gegessen und ja, freue mich da, auch wenn ich falsch liege, natürlich über Hinweise dazu, woran ihr das dann auch festmacht, dass es eben einer ist oder nicht. Was die braune Färbung betrifft, die mich ein bisschen irritiert hatte, ich hatte im Vorfeld irgendwas gelesen dazu, dass da eine braune Färbung eben bei einem anderen Pilz ausschlaggebend wäre. Habe jetzt aber im genaueren Nachsehen nochmal festgestellt, dass gerade nach den ersten Frösten der Außenseitling eben auch diese graubraune, bräunliche Färbung annimmt. Das heißt, auch da bin ich jetzt eigentlich eher auf der sichereren Seite und eher der Meinung, den Austernseitling gefunden zu haben. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wie seht ihr das denn?
So, hier haben wir jetzt noch ein paar ältere Sammfußrieblinge. Hier ist die Farbe richtig gut erkennbar. Auch die Sporenpulverfarbe richtig gut sichtbar. Teilweise sind sie noch sehr fest, also vielleicht sogar gefroren. Ich bin mir nicht sicher, ob es kalt genug dafür ist. Hier sind ganz alte. Die sind weit drüber. Hier sind noch mal ein paar jüngere. Ah! Oh! Okay! Wow! Es werde Licht. Schaut euch die mal an. Wahnsinn, die Menge. Sind wir nur leider ein bisschen spät für die meisten. Was wir aber mal vergleichen können, ist hier, habe ich extra mitgenommen, die beiden. Hier sieht man den wunderbar samtigen Fuß. Hier sieht man, dass er eben nicht samtig ist. Dann haben wir natürlich die Lamellenfarbe und Form. Ne? Sieht man, die sind dichter zusammenstehend. Die haben aber auch Zwischenlamellen. Hier sind sie aber auch öfter mal dann an den Rand hin gegabelt. Hier hingegen eher nicht gegabelt, aber viele kleine Zwischenlamellen drin. Dann haben wir den Hut. Grundsätzlich auch mit einem helleren Rand. Der hier ist allerdings nicht klebrig. Der hingegen schon ein wenig. Ja, der kann auch sehr schleimig werden. Ne? Und dann sieht man auch, dass der Rand so ein bisschen, es sieht unterschiedlich aus, wenn man so nebeneinander hat. Dann schauen wir uns mal die Fleischfarbe an, ob wir da noch einen Unterschied finden. Beziehungsweise, ja, der ist recht zäh. Also ich kann den nicht so leicht auseinanderreißen hier. So. Und dann nehmen wir den. So. Hallo Charlie. Immer noch nicht für dich die Pilze. Was hast du gehört? Einen anderen Hund. So, hier sieht man auch nochmal einen recht deutlichen Unterschied, auch in der Lamellenfarbe und auch in der Fleischfarbe so ein bisschen. Das hier ist dann ein Flemmling, ein gefleckblättriger, und das hier ist der Samtfußrübling. Da ich selbst meinen allerersten bewussten gefleckblättrigen Flemmling für einen Samtfußrübling gehalten habe, im Nachhinein weiß ich nicht wieso, weil es doch ein sehr großer Unterschied im Stil ist, aber ich hatte ja einen Stil erwischt, den ich im ersten Moment für so ein bisschen samtig und dunkel gehalten habe. Keine Ahnung wieso, aber es ist dann doch ein sehr deutlicher Unterschied, den wir hier haben. So, hier habe ich jetzt was ganz Schönes gefunden. Das habe ich gerade hier unter diesen ursprünglich unter der Rinde versteckten Samtfußrübling rausgezogen. Man sieht hier ganz, ganz toll das weiße Sporenpulver an diesem schwarzen Holz. Das ist irre. Also das sind alles die Sporen, die sich verbreiten sollen. Hier ist sogar noch ein bisschen Hut mit dran. Da sieht man es richtig gut, dass die eindeutig weißes Sporenpulver haben. Weißer geht's fast nicht. So, damit kommen wir auch zum Schluss für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst und darauf, dich das nächste Mal wieder bei meinem Video begrüßen zu können. Bis bald!